Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde in unserem Playthrough Warhammer 3, also Total War, Immortal Empires. Und wir sind immer noch mit Katai unterwegs, aktuell Runde 44. Ziemlich harter Kampf, muss man sagen. Also die Gegner, die haben es schon in sich und betreiben auch viel stärker so eine Hordentaktik, dass sie mit mehreren Armeen gleichzeitig ein Ziel angreifen, was die Sache doch deutlich schwieriger gestaltet. Und ja, wir sehen jetzt zu, dass wir uns hier ausbreiten und entsprechend die Gegner klein machen. Hier haben wir aktuell unsere Hauptarmee. Ich warte nur, bis die auf voller Stärke sind. Und dann kralle ich mir hier die Skaven-Siedlung und mache die platt. Denn wir müssen den Skaven einfach die Basis nehmen. Allerdings haben wir hier das kleine Problem, dass wir hier gerade durch Orks belagert werden. Und ich da aktuell nicht wirklich eine Armee habe, die gegenhalten kann. Ich habe nur die hier. Und die sind relativ weit weg. Aber es hilft nichts. Ich werde die jetzt im Marsch setzen. Und lass die jetzt darüber marschieren. Wird aber trotzdem 3 Runden dauern, bis ich da bin. Und ab hier müsste ich eigentlich sogar per Lagermodus weiterlaufen, damit die nicht weitere Verluste haben. Immerhin, ich habe die Möglichkeit. Nein, habe ich nicht. Okay. Alles in allem nicht so schön. Die Orks muss ich auf jeden Fall irgendwie platt kriegen, bevor die mir die Siedlung abnehmen. Sehr gut. Nächste Technologie erforscht, die bringt uns auch wieder nach vorne. Wir haben Ungleichgewicht, also wir müssen auf Yang gehen. Dann machen wir das auch direkt. Und hier gehen wir mal auf den normalen Stance. Oh, ich sehe gerade, es sind sogar 2 Armeen. Das wird ja immer lustiger. Und ich habe noch keine Hellebardiere, das ist natürlich auch bescheiden. Orks gelten ja schon als groß, glaube ich. Bin mir gerade nicht so sicher. Das Problem ist nur, die Bauern haben Leadership nur 61. Ja, okay, die Jade Warriors kommen auf 64, weil die Bauern hier schon 3 Erfahrungen haben. Naja, ich werde Bauern nehmen. Und hier müssen wir die ganze Sache ein bisschen beschleunigen. Und zwar gehen wir auch in die Richtung. Ja, die Frage ist, wie lange belagert er? Wann greift er an? Nee, noch einen weiteren Krieg können wir gerade nicht gebrauchen. Ich werde wahrscheinlich hier auch schon. Ja, ich muss hier schon so vorgehen, damit ich keine Verluste habe. Ich befürchte, die Stadt wird fallen, bevor ich da bin.
Naja, aber zumindest hier die Stadt Shrine of the Alchemist wird sich gegen ihn hier verteidigen können, weil das ist nur ein General. Das ist also nicht das Problem. Das hier macht mir mehr Sorgen. Wobei, es sind nur Savage Orcs. Die sollten eigentlich gut machbar sein. Wie sieht es mit der Garnison hier aus? Na, so wie ich das sehe, hätte ich eigentlich gar nicht beide Armeen rüberziehen müssen. Ja, das können wir machen. Ich muss auf jeden Fall das Einkommen steigern, damit ich die zweite Armee auch richtig ausbauen kann. Okay. So, den lassen wir angreifen. Das Gute ist, die Siedlungsgarnison kommt zur Unterstützung. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal das kleine Schlachtfest. Wenn ich das richtig sehe, sind das alles Nahkampfeinheiten. Wir werden sehen. Nee, er hat eine Bogenschützeneinheit dabei. Was ist das? Schockkavallerie. Ich muss gestehen, ich habe bis jetzt noch nicht allzu viel gegen Orks gekämpft. Bei Katay ist es ja wieder so, man muss darauf achten, dass die Bogenschützen und also die Nahkampf- und die Fernkampfeinheiten nah beieinander stehen, damit sie die Bonis auch geben. Denn ansonsten sind die nicht in Harmonie und sind dann schwächer. Wir werden das aber mal so platzieren, dass wir die Seite schützen. Und die Kavallerie lassen wir hier und hier. Und hier das gleiche. So. Und Gotrek und Felix sind ja quasi nur ausgeliehen. Das heißt, die sind temporär bei mir, aber nicht auf Dauer. Von daher ist das jetzt auch nicht so wichtig, ob die verletzt werden oder nicht. So, wir lassen den Gegner jetzt erstmal kommen und unsere Verstärkung rückt ja auch an. Der Gegner kommt auch erwartungsgemäß. Und meine Verstärkung wird hier auftauchen. Das ist natürlich geschmeidig, weil dann kann sie dem Gegner direkt in den Rücken fallen. Das Kavallerie? Nee. So, wir lassen die beiden Helden auch mal direkt ins Getümmel. Und zwar sollen die sich den feindlichen Boss holen.
So. Was haben wir hier? Wir können einmal Bombardement nutzen. Hätte ich wahrscheinlich eher tun sollen. Obwohl, die Bogenschützeneinheit, die bietet sich ja an. So, hier haben wir schon zwei Einheiten in die Flucht geschlagen. Und meine Verstärkung kommt. Die gruppieren wir mal direkt. Und lassen sie ranmarschieren. Kavallerie blutet gerade ganz gut. So, hier müssen wir mal unterstützen. Und da müssen wir uns um die Orks kümmern. So, hier geben wir mal direkt die Angriffsbefehle. Ja, sehr schön. Das war doch durchaus spaßig. Haben sich unsere Bauern eigentlich ganz gut gemacht? Ich werde die jetzt allerdings auch zusammenlegen. Ah, es gab Beute, das ist schön. Sollen wir Geld nehmen? Erfahrung? Oder die Armee auffüllen? Na, ich glaube, ich nehme Geld. Ich bin ziemlich blank. So, die können sich hier wieder stärken. Ja, wir verstärken die Armee jetzt noch um zwei Crane Gunner. Ja, andererseits, die kosten mich 600 im Upkeep. Ich habe 2,5. Ich sollte lieber erstmal mehr auf Nahkampf gehen. The Iron
Einen ganzen Skillpunkt. Er ist ziemlich angeschlagen. Das machen wir gleich mit den beiden. Ich gehe jetzt hier erstmal wieder Richtung ursprüngliches Ziel Skavenstätte. Aber vorher sollten wir uns auffrischen. Frage ist jetzt nun, ich rekrutiere zwei Jades. Also Jade Warriors. Hätten wir vier. Wir haben drei Bauern. Ach komm, wir nehmen auf jeden Fall noch einen Bauern dazu. Haben wir noch zwei offen. Wie sieht's denn hier so aus? Das ist gut. Was sagt die Karawane? Drei Züge noch. Das ist auch super. Und die sind safe. Das heißt, wir kriegen gleich eine Ausspielung. Ah, und wo wir gerade dabei sind. Ah ja, wir fangen hiermit an. Gift from the dragons. Ja, ziemliche finstere Welt, wenn man sich hier so umguckt. Ach, das ist nice. Er greift tatsächlich meine Siedlung an. Und er wird sowas von verrecken. Naja, um die Zeit abzukürzen, mache ich es auf Automatik. Das hat nochmal richtig Geld eingebracht, das ist echt gut. Sehr schön. Wir füllen die Verluste ein bisschen auf. Und sind jetzt ordentlich im Plus. Aha. Ah, okay. Gotrek und Felix haben uns verlassen. Sie suchen einen neuen Untergang, also einen neuen Fluch, wie auch immer. Und wir brauchen jetzt einen neuen General. Wir sind im Moment harmoniemäßig leider ziemlich auf Yin. Also brauchen wir jemanden, der Yang hat. Leadership. Ja, gegen Korruption ist ja nicht schlecht. Aber andererseits kann ich das skillen. Und 10 mehr Leadership? Ja, ich nehme Leadership. So. Das ist auch schon mal super. Wir können die Gewürzproduktion steigern. Das gibt da mehr Einkommen. Den Trade Exchange auch gut. Wir können die Siedlung ausbauen. Wir haben jetzt zwar sehr viel Geld rausgehauen, aber das dient alles der Verbesserung unserer Wirtschaft und von daher Gold wert. Ah, eine Skaven-Armee will sich Xing Po holen. Wie sieht Xing Po denn aus von der Garnison her? Naja, ziemlich geschwächt. Ah,
Eigentlich möchte ich die ja auffrischen, aber hilft alles nichts. Ich muss mich um die Skaven kümmern. Können wir noch irgendwo Handelsabkommen abschließen? Nee. Fern von entfernt. Wir müssen mal gucken, ob wir uns mit den Zwergen nach und nach besser stellen können, damit wir mit denen auch Handel hinbekommen. Das wäre schon ganz nice. Ja, sind alle im Moment noch fernab. Was ist mit dem Imperium? Nee. Nee, da ist noch nichts zu wollen. Na gut, die Runde war ja durchaus erfolgreich und die Armee kann ich ja dann gleich rüberziehen, wenn die Rekrutierung hier abgeschlossen ist. Dann move ich mit denen nach Tai Zu, dann sind die da Garnison und sobald unser Boss hier Xing Po gerettet hat und seine Armee aufgefrischt hat, gehe ich in Angriff. Ach, perfekt. Wir können die abfangen. Auch hier, ich werde jetzt Zeit sparen und werde einen Automatikkampf machen. Gab noch mal Gold und Erfahrung, das ist gut. Und wir nehmen Einheitenverstärkung, damit wir möglichst schnell weiterkämpfen können. Den Skaven gleich ihre Siedlungen abzunehmen, hat natürlich zwei Gründe. Zum einen wollen wir die Skaven schwächen und letztendlich auslöschen. Zum anderen brauchen wir aber auch die Siedlungen, um unsere Wirtschaft aufzubauen und zu stärken. Und dementsprechend Win-Win-Situation. So, Forschung ist ausgeglichen. Wir gehen mal die Mittelschiene weiter. Da kommt die nächste Skaven-Armee. Man könnte sagen, sie wollen nerven. Ich gehe mal auf Ambush. Das heißt, ich versuche jetzt, mich hier in den Hinterhalt zu legen und spekuliere ein bisschen darauf, dass der Gegner ankommt und ich ihn quasi aus dem Hinterhalt angreifen kann. Das bedeutet dann nämlich für ihn, dass er dabei viel mehr Verluste erleidet und in einer viel ungünstigeren Position steht. Also eine gute Sache. So, wir bewegen uns jetzt hier erstmal. Ja, wir könnten auch hier runter gehen. Obwohl, nee. Da oben macht es mehr Sinn. So, was bauen wir uns denn hier Hübsches rein? Gehen wir auf Einkommen. Oder gehen wir auf Wachstum? Wir gehen auf Wachstum.
So, wir haben jetzt noch 3900. Das geht erst auf Stufe 5, das haben wir schon. Das wäre eigentlich ganz gut. Zum einen bringt es Aufklärung, zum anderen können wir Alchemisten anheuern und wir können uns diese Sky Lanterns kaufen. Die sind zwar nicht so der Oberburner, aber ich finde hier diese Sky Junks eigentlich ganz cool, weil die hauen richtig böse raus. Alternativ wäre natürlich auch eine Überlegung, einen Celestial Tower zu nehmen. Das beschleunigt unsere Forschung. Hier kann man die Astromancer anheuern und auf lange Sicht gesehen schaltet das den Terracotta Sentinel frei. Gucken wir mal, haben wir irgendwo anders schon die Möglichkeit, die Alchemisten anzuheuern? Ich glaube nein. Ja, dann fangen wir mit den Alchemisten an. So, da müssen wir uns nämlich einen ranzüchten, den wir zum Agentenjäger machen, der dann halt als Attentäter oder die als Attentäter dann Jagd auf feindliche Agenten macht. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt nächste Runde die Karawane ankommen. Ja, sehr schön. Okay. Den müssen wir auf jeden Fall mal unserem, also einem unserer Generäle zuweisen. Die Stellung Ambush hat nichts gebracht. Wir greifen jetzt hier die Siedlung an. Ach cool, da ist auch noch eine Armee drin. Wir moschen die jetzt mal weg. Sehr schön. Wir können hier Wein produzieren, das ist gut. Die Kaserne werden wir auflösen. Wir werden einmal den Wein produzieren und wir werden als zweites hier eine Mauer hinsetzen. Und da ist noch eine Armee, aber die können sich hier erstmal erholen, wie gesagt. So, zwei Skill Points, das ist schon mal gut. So, sie kriegen wir zum Kämpfen. Und wäre der erste Schritt schon mal ganz gut erledigt. Als erstes rüsten wir jetzt direkt eine neue Karawane aus. Und suchen uns ein lohnendes Ziel. Ja, perfekt. Wir gehen direkt auf Maximum und gehen nach Marienburg. Wenn erfolgreich, sind wir bei mindestens 9500, außer ich skill unterwegs noch ein bisschen an der Karawane rum. Da müssen wir mal gucken. So, jetzt investieren wir auch wieder. Sehr schön. Die Städte ausbauen ist halt enorm wichtig, weil man darüber ja nun mal dann an die, nee, also wie heißt es, man bekommt mehr Bauplätze und bekommt dadurch die Möglichkeit, auch höherwertige Gebäude zu bauen. Und natürlich bringt eine größere Stadt mehr Verteidigung, mehr Einnahmen etc. Also super wichtig. Was sagt denn die Diplomatie? Vor allem, ich hatte doch gerade so eine merkwürdige.
So ein merkwürdiges Symbol. Irgendwie Defender of the Plains oder so da. Ach, das sind Lizardmen. Okay. Verstehe. Kann ich mir hier vielleicht mit einem von den Vögeln gut stellen? So ein paar Ogre-Söldner wären ja jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja, kann man mal tun. Und wir schauen mal direkt, ob wir eventuell hier irgendwo noch in Handel gehen können. Nee, leider nicht. Ja, ganz weit weg von Handeln. Aber das können wir uns wahrscheinlich, nein, können wir uns nicht leisten. Der Non-Aggression Pact ist zu teuer, um das hier auszugleichen, dass sie es annehmen. Weil das ist eigentlich immer so eine gute Möglichkeit, um die Stimmung zu heben, um danach dann halt irgendwann mal Richtung Handeln gehen zu können. Na gut, dann bleibt es halt so. Wir dehnen uns auf jeden Fall ganz schön erfolgreich aus. Das ist schon mal fein. Bei der Armee müsste ich gleich eigentlich auch noch einen Magier oder eine Magierin reinsetzen. Ja, wir nehmen Wayfinders. Dann wird es weniger Hinterhalte geben. Das ist schon mal viel wert. Ach, guck an. Die werden frech. Ich habe zwar angeschlagene Truppen, aber das lassen wir uns nicht nehmen. Ich frage mich jetzt gerade nur, bin ich in der Stadt? Ja, ich bin in der Stadt. Der greift tatsächlich die Stadt an. Das ist ja der Kracher. Er muss ganz schön verzweifelt sein. Nun gut. Wenn er denn sterben will, dann soll er sterben. Ich werde mich dann bemühen, die angeschlagenen Einheiten möglichst weit zurückzuziehen, damit die geschont werden. Das sollte aber eigentlich auch. Eigentlich sollte es problemlos machbar sein. Ja, er stellt an drei Seiten der Stadt auf, wie man sieht. Da ist, wie es aussieht, die stärkste Konzentration. Ich pack mal die angeschlagenen Einheiten in die Mitte. Und hier packen wir dann Bogenschützen hin. Da kommt die zweite Truppe an. Und hier machen wir es ähnlich.
Hier sieht's auch ganz so aus. Ja, hier ist was Großes. Hier packen wir mal unseren Boss rein. Und lassen Magie hier. Und dann werden wir uns um die dritte Einheit kümmern. Die Garnisonstruppen packen wir mal dazu. Und was ja schön ist, wir bauen hier auch einfach mal einen Turm rein. So, zur Sicherheit packen wir die dahinter und die Bogenschützen. Die sind noch übrig, das ist auch fein. Kann ich die hier hinpacken? Und ich würde sagen, hier packen wir die Magierin hin. Können hier noch die Bogenschützen unterstützen. Und die Kavallerie, die verteilen wir ein bisschen. Einmal zwei hier hin und den packen wir hier hin. So, von der Aufstellung her passt das. Hier gucken wir schon mal, ob wir nicht mit Magie direkt was machen können. Sind fast ein bisschen zu schnell. Ja, diese Hunde sind schon ziemlich cool, wie sie so aus dem Boden rausspringen und die Gegner anfallen. So, jetzt bekommen hier diese Rattenoger, was sie brauchen. So, Held gegen Held. Hier ist scheinbar eine Ratteneinheit durchgekommen. Fangen wir hier mal an. Und mit denen können wir jetzt auch den anderen Ratten in den Rücken fallen. Wobei, da ist gar nichts mehr übrig. So, hier kriegt jetzt der Rattenoger geballt.
Beziehungsweise das ist gar nicht der Rattenoger, das hier ist ein Held. Nichtsdestotrotz, wir machen hier einfach mal alles frisch. Oh, da hat unsere Raketenbatterie in die eigene Einheit gerumst. Das ist dann klassisches amerikanisches Friendly Fire hier im antiken Fantasy China. Nun ja. Alles in allem eine faxige Schlacht, würde ich sagen. Ziemlich easy, obwohl unsere Armee zur Hälfte runtergekämpft war. Gegner besiegt, wie sich das gehört. Kommen ein bisschen Beute, ein bisschen Erfahrung. Frischen unsere Truppen auf. Nee. Kein Nicht-Angriffspakt mit Vampiren. Okay, hier steht ein Angriff bevor. Ich hoffe mal, unsere Verwandtschaft schafft das. Denn wir sind viel zu weit weg, um da was zu unternehmen. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass die Lizardmen sich hier oben so ausbreiten. Gegen die werde ich also auch bald kämpfen müssen. Was nehmen wir? Seine eigenen Kampffähigkeiten könnten eigentlich auch mal gesteigert werden. So, sie hat dann Gehenna's Golden Hounds auf Maximum. Das ist schon mal gut. Die hauen ganz gut rein. Das läuft auch soweit gut. Karawane ist ja erst gerade frisch unterwegs. Braucht noch 9 Runden. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das auch erstmal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Abo und ein Like dalassen. Kommentiert auch gerne. Wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen oder macht Anregungen, whatever. Und ansonsten seid dabei, wenn es nächstes Mal weitergeht. Bis denne!